Du musst es auch spielen, wenn du es nicht fühlst. Das ist so. Und das hat aber trotzdem, wie man sich fühlt, hat trotzdem einen Einfluss auf die Vorstellung, ganz klar. Also auf jeden Fall. Ich bin Schauspieler hier. Also, da gibt es unterschiedliche Wege. Zunächst mal ist, ich glaube, mich zu erinnern, dass die Berufsbezeichnung Schauspieler nicht geschützt ist. Also letztendlich kann sich erstmal jeder als Schauspieler bezeichnen. Ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches. Aber im Regelfall läuft das über ein Studium. Ja, also eine Schauspielausbildung, aber es gibt eben staatliche Hochschulen, an denen man das studiert, 4 Jahre in der Regel. Ja, also ich habe an der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy zu Leipzig studiert. Genau, an einer staatlichen Hochschule. Es gibt auch private Schauspielschulen, die ausbilden. Ja, man sagt aber, dass die Ausbildung da nicht so umfangreich ist wie an der staatlichen Hochschule. Also unser Studium ist relativ teuer, nicht für uns, sondern für den Staat. Und ist eine echt tolle Ausbildung so, ja. Es ist eigentlich nahezu ausschließlich praktisch. Also es ist ähnlich wie wenn man ein Instrument studiert oder Tanz studiert. Es ist kein Universitätsstudium, ne? Es ist ein Hochschulstudium. Und wir haben eigentlich, ja, also es gibt sozusagen das Grundstudium. Bei uns an der Schule ist es so, die ersten 2 Jahre finden ausschließlich an der Hochschule statt. Und der Tag ist so im ersten Semester, ich glaube bei uns ist es das ganze erste Semester, beginnt der Tag mit Bewegung, morgens um 8. Das wird in 2 Gruppen aufgeteilt, der Jahrgang. Also wir sind 16, am Anfang waren wir 18 Leute. Dann beginnt der Tag mit Bewegung, Bewegungsunterricht, ganz normal so, eher so Crossover-Sport. Dann Grundlagenseminar, 4 Stunden, das ist so... ja, Schauspielgrundlagen, aber das ist mehr so, man kann sich das vorstellen wie, also jeder, der schon mal im Jugendclub war, kennt das vielleicht so ein bisschen oder Theater gespielt hat schon auch in so Laiengruppen. Das, was man da am Anfang macht zur Gruppenbildung und solche Geschichten, das haben wir quasi dann fast jeden Tag, 4 Stunden. Sodass der Jahrgang eben, dass man sich kennenlernt, sich selbst kennenlernt, die Gruppe kennenlernt, mit der Gruppe zusammenfindet. Da gibt es dann diverse schauspielerische Übungen, die man gemeinsam macht. Es gibt unterschiedliche Etüden, die man dann so abarbeitet. Also zum Beispiel die Briefetüde fällt mir jetzt ein. Das ist so ein, also das war was, was wir gemacht haben, wo man quasi spielt, dass man einen Brief bekommt und wie das dann abläuft. Ich kann das gar nicht so richtig erklären. Man kann es also, merkst du wahrscheinlich schon, nicht so richtig theoretisieren. Und ja, und dann eben Vertrauensübungen in der Gruppe und solche Geschichten. Dann haben wir spezifischen Bewegungsunterricht nochmal. Also im ersten Studienjahr war das immer der Donnerstag. Der Donnerstag war so für alle anderen Fächer noch dazu. Also zum Beispiel haben wir... kann dir das jetzt nicht mehr in die Semester aufdröseln, aber wir haben Yoga, Tai Chi, Bühnenkampf, Bühnenfechten, Ballett, Gesellschaftstanz, Pantomime, Jazz und Modern Dance. Dann haben wir, unabhängig jetzt von den Bewegungsunterrichten, Chor, Rhythmus, also eben Instrument, also Trommeln, ja.
Stimmbildung im Einzelunterricht. Dann haben wir Einzelsprecherziehung, Gruppensprechen. Genau, das sind so die. Ja, Körperstimmtraining gab es auch noch. Das ist, gehört auch zum Sprechunterricht. Ja, so. Und dann hat man eben Szenenstudien. Also so heißt das, das ist, wenn man zusammen mit entweder einer Kommilitonin oder einem Kommilitonen eine Szene erarbeitet, zusammen mit einem Dozenten oder einer Dozentin. Genau. So. Das ist dann so der klassische Schauspielunterricht sozusagen. Da hat man meistens so ein Zeitfenster von 4, 5, 6 Wochen, in denen man das erarbeitet. Und dann gibt es immer ein Vorspiel, wo alle ihre erarbeiteten Szenen zeigen. Das die ersten 2 Jahre. Dann, so ist es bei uns an der Hochschule, die haben so eine Art duales System seit den 60er Jahren. Und haben Kooperationen mit 4 Schauspielhäusern. Das sind im Moment jetzt, glaube ich, Düsseldorf, Leipzig, Halle und Dresden. Und eben diese 4 Kooperationen, weil man 2 Jahre quasi als Jahrgang ja das Haus blockiert und aber jedes Jahr ja ein Jahrgang nachkommt. Genau. Und der wird dann immer wechselweise an die beiden Häuser aufgeteilt. So. Mein Jahrgang wurde eben auf Halle und Dresden aufgeteilt und jetzt bin ich immer noch hier. Nee, überhaupt nicht. Also das ist überhaupt keine, also eine Musikalität ist auf jeden Fall gut, also ist jetzt nichts, was einen hindert, ist eher was förderlich ist, grundsätzlich glaube ich, für solche darstellenden Künste auf jeden Fall. Aber das ist keine zwingende Voraussetzung. Das wird aber tatsächlich, also wir haben ja, ich weiß nicht, wie viele es jedes Jahr sind an der Hochschule bei uns jetzt, 1200, 1300 BewerberInnen, die sich so bewerben pro Jahr. Und genommen werden an unserer Schule 16 bis 18 Leute. Und es gibt bei uns normalerweise 2 Phasen und noch eine dritte Topfrunde sozusagen. Es gibt den Eignungstest Schauspiel, den man durchläuft. So ist es in Leipzig. Es hat jede Schule so leicht unterschiedliche Vorgehensweisen. Leipzig hat einen Eignungstest Schauspiel. Da kommen dann so 60 VorsprecherInnen zusammen und werden dann in die einzelnen Räume verteilt mit jeweils einem Schauspieldozenten und einer Sprecherzieherin oder einem Sprecherzieher. Und spielen ihre vorbereiteten Monologe, die sie mitgebracht haben, vor. Einen klassischen, einen modernen Monolog, das ist so der Regelfall, und dann ein Gedicht oder ein Lied vortragen. Und bei der Aufnahmeprüfung, weswegen ich das jetzt eigentlich erzählt habe, bei der Aufnahmeprüfung wird auch die Musikalität in Form von einer Gesangsprüfung geprüft und Bewegungsprüfung, also wie kann der oder diejenige sich bewegen oder eben nicht bewegen. Das sind aber... Hallo. Wir machen einfach weiter, oder? Läuft. Genau, ich war bei der Aufnahmeprüfung stehen geblieben. Also die Aufnahmeprüfung, da wird die Musikalität der Prüflinge auch geprüft in Form von Bewegungsprüfung und Gesangsprüfung. Die Gesangsprüfung ist aber nicht, dass man jetzt da unfassbar krass singen muss oder so, sondern da wird einfach geschaut, wie ist die Range, der Umfang der Stimme, da wird eine Tonleiter vorgespielt. Da steht man auch in Leipzig, ist das sehr angenehm. Ich habe es als angenehm empfunden. Es ist keine 1:1 Situation, es ist immer in einer Gruppe und jeder sozusagen ist in der gleichen Situation. Man sitzt so in einem Boot.
Da hat jeder eine andere Auffassung. Ich fand's gut, so vom Gefühl her. Jedenfalls, man singt eine Tonleiter nach, es wird ein Refrain von einem Lied vorgesungen, der ist nachzusingen. Fertig. Das war's. Und dann notiert der Dozent, in unserem Fall sind es zwei Dozenten, die diese Prüfung immer machen, notiert dann was bei Gesang oder so. Und bei der Bewegungsprüfung geht es tatsächlich, das sind einfachste motorische Grundlagenübungen, also Ball in die Luft werfen und drunter durchtauchen, so oft man kann, immer nachdem er einmal aufgeprellt ist, solche Geschichten. Dann unsere Bewegungsdozentin Frau Zigoris, Grüße gehen raus, tanzt was vor und wir müssen es nachtanzen zum Beispiel. Das hat mich völlig überfordert. So, und da wird aber eben nicht geschaut, kannst du jetzt krass tanzen, sondern es wird natürlich auch mit einfach geschaut, wie gehst du mit dieser Situation um und wie gehst du damit um, wenn du eigentlich nicht weißt, wie du das jetzt machen sollst. Und dann wird natürlich auch geschaut, gibt es so irgendwelche motorischen Störungen oder ist irgendwie was nicht im Gleichgewicht oder so. Und wenn ja, was? Und dann ist das aber auch kein Hindernis sozusagen. Es wird einfach nur wie so ein Setup, also wie nennt man denn das? Ja, so eine Bestandsaufnahme, danke. Das ist alles. Die ersten zwei Jahre sind alle dort in der Hochschule. Und dann eben kommt das dritte und das vierte Studienjahr am Haus, am sogenannten Studio, so wird das genannt. Da geht dann die Ausbildung weiter. Da haben wir hier vor Ort Unterrichte. Also wir fahren nicht mehr zurück nach Leipzig, sondern die Dozenten kommen hierher. Oder wir arbeiten, also Szenenstudien zum Beispiel, arbeiten wir mit Kolleginnen vom Haus, die dann als Gastdozenten sozusagen engagiert werden. Wir haben dann trotzdem noch einmal die Woche Einzelsprechen und Gruppensprechen und Tanz und Bewegungsunterricht und solche Geschichten. Genau, aber der Umfang nimmt natürlich ab, weil wir mehr eingebunden werden in das Arbeitsgeschehen am Haus selbst. Also wir spielen dann hier in Inszenierungen mit. Wir haben hier einmal im Monat die Möglichkeit, in Halle heißt es, glaube ich, Studioclub, hier heißt das, bei uns hieß es Studentenfutter, jetzt heißt es anders. Ich habe den Namen gerade nicht parat. Du? Ja, die StudentInnen haben eigentlich die Möglichkeit, einmal im Monat hier im KH3 einen eigenen Abend auf die Bühne zu bringen. Genau, um sich auszutoben oder was auch immer, sich auszuprobieren. Und wir haben das echt versucht, immer zu nutzen. Wir mussten das auch immer selbst anmelden beim KBB und so, ob wir es machen. Also es wurde nicht einfach in den Spielplan mit aufgenommen, sondern wir mussten das immer vorher selbst anmelden und haben auch echt immer versucht, diese Gelegenheit nicht verstreichen zu lassen. Es ist schwer, weil wir viel zu tun haben hier im Haus. Oder wir zumindest hatten viel zu tun. Ich war ja auch in der Interimsspielzeit dann im vierten Studienjahr hier und da wurde alle Arbeitskraft genutzt, die zur Verfügung stand. Genau, was ich vorhin vergessen habe, theoretische Fächer haben wir natürlich auch. Also wir haben Theatergeschichte, historische Schallaufnahmen, oh Gott, Theatertheorie auch. Genau, jetzt fallen mir die einzelnen Fächer nicht mehr ein, die sind relativ. Na, das haben wir einmal die Woche, dann eine Doppelstunde oder so. Nimmt nicht so viel Raum ein. Ja. Genau, und eben im dritten und vierten Jahr sind wir dann hier in der Praxis. Ja. Ja, ich wurde von Joachim Clement hier engagiert, also er und das Dramaturginnen-Team, die haben uns eingeladen nach Braunschweig. Von da kommt er ja, also da war er Intendant vorher. Hatten uns eingeladen nach Braunschweig zum Vorsprechen.
Es ist dann so, dass wir im dritten Studienjahr, also Ende des dritten Studienjahres, bereiten wir uns schon darauf vor, dass wir dann im vierten Studienjahr, Anfang des vierten Studienjahres, sind die zentralen Vorsprechen, so heißt das. Das ist das ZAV-Vorspiel, das ist die zentrale Arbeitsvermittlung, glaube ich, so heißt das. Das ist sozusagen die staatliche Agentur für SchauspielerInnen, die eben uns Jobs vermittelt oder wo man anrufen kann, wo sind Vakanzen irgendwie, genau. Und die zentralen Vorsprechen, das wurde irgendwann mal eingeführt, das ist ein zentrales Vorsprechen in Neuss, eins in Berlin und eins in München. Und das wurde mal eingerichtet irgendwann, damit auch eben die DramaturgInnen, IntendantInnen und so weiter da hingehen können, um sich die AbsolventInnen anzuschauen, weil viele es nicht zum ZAV-Vorspiel in die einzelnen Städte schaffen. Deswegen die zentralen Vorsprechen, und da sind normalerweise alle staatlichen Absolventen innerhalb einer Woche. So jede Hochschule oder jeder Jahrgang, bei uns die einzelnen Studios auch getrennt. Wir haben, ich glaube, wir hatten pro Vorsprecher sozusagen 10 Minuten. Das heißt, wir hatten 80 Minuten Zeit, uns zu zeigen. So, und das kann dann aber jeder so für sich nutzen. Also zeigen die nur Monologe, zeigen wir Szenen und kleine, kurze Monologe. Machen wir was als Gruppe auch. So, und zwar war das nicht unwichtig. Wir haben uns am Anfang eben als Gruppe einmal gezeigt, ein Lied gesungen und dann in Szenen und Monologe quasi das aufgedröselt. Ja, genau. Und das Vorsprechen in Braunschweig war aber unabhängig davon. Da wurde das ganze Studio, die alle 8 Leute, 7 waren wir zu dem Zeitpunkt noch, weil Lieke Hoppe schon nach Düsseldorf engagiert wurde. Also alle 7 waren eingeladen, da habe ich auch vorgesprochen. Und ich habe meinen Anruf dann, aber schon, also nach Braunschweig wurden wir schon eher eingeladen vor den zentralen Vorsprechen. Und den Anruf habe ich auch schon bekommen vor dem Absolventenvorspiel. Also das Angebot, hier zu bleiben. Ja, man kann beides machen. Also das beschränkt sich, das ist nicht darauf beschränkt normalerweise. Film und Fernsehen ist auf jeden Fall eine Option, aber gefühlt manchmal keine so aktive Entscheidung. Zumindest war es bei mir nicht so. Ja. Also das zwingt einen in der Regel, nicht bei allen, also wenn man natürlich ein Angebot hat von ARD für eine Serie, von der man weiß, okay, ich habe da jetzt eine Figur, die spiele ich die nächsten 2 Jahre, ist das natürlich nochmal was anderes, aber normalerweise zwingt einen das, wenn man Film und Fernsehen nur ausschließlich machen will, in die Freiberuflichkeit. Und das wollte ich nach dem Studium nicht direkt machen. Nee. Da ist es auch zumindest nicht von Nachteil, eine Agentur zu haben, die einen vertritt. Genau, da bin ich aber noch auf der Suche. Also, genau, aber das ist für mich auf jeden Fall eine Option. Bisher habe ich in kleineren Kurzfilmprojekten, studentische Projekte, mitgespielt. Ja, es schließt sich überhaupt nicht aus und meine Ausbildung ist für beides sozusagen gültig. Aber wir haben keine Spezifikation auf Film. Also wir hatten eine Woche Seminar sozusagen dazu. Es gibt die Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf in Potsdam. Da wird der Fokus in der Ausbildung, also in der schauspielerischen Ausbildung, mehr auf Film und Fernsehen gelenkt von vornherein. Aber ansonsten ist es bei allen Schulen eigentlich sozusagen die Priorisierung nicht auf Film und Fernsehen, sondern allgemeine Schauspielausbildung.
Ja, also in die. Es ist so, dass die. Also was ich dazu sagen kann, ist, dass die UFA einen einlädt, alle normalerweise AbsolventInnen und das ZDF, um einmal zu schauen, wer ist da, können wir da jemanden gebrauchen. Da konnte ich reinschnuppern. Ansonsten bei Film und Fernsehen noch nicht wirklich. Also Film, ja. Ich habe jetzt gerade was gedreht für einen Diplomfilm, also Kinofilm, mit einem Regisseur, mit dem ich vor 3 Jahren auch schon mal was gedreht habe. Also das schon, aber Fernsehen bisher nicht, nee. Also, nee. Was ich gemacht habe fürs Fernsehen war Voice-Over. Das habe ich aber schon vor meiner Schauspielausbildung gemacht. Für Arte zum Beispiel. Ist das einzige Beispiel für Arte. Ja. Bei mir war es so, dass ich in der 12. Klasse entschieden habe, dass ich aufhöre mit der Schule. Habe auf die Schule gewechselt und irgendwie, ja, entspricht so, dass dieses Frontalunterricht und das Bildungssystem so ist nicht so, habe ich mich noch nie so richtig mit wohl gefühlt. Und habe das dann einfach entschieden. Ich hatte meine mittlere Reife in der Tasche und wusste, ja, ich wusste, ich brauche keine allgemeine Hochschulreife, um Schauspiel zu studieren. Da gibt es eben diesen, Gott, wie heißt denn das? Talentparagraf? Nee, keine Ahnung. Das hat einen bestimmten Namen. Bei allen künstlerischen Studiengängen kann man das quasi umgehen mit der allgemeinen Hochschulreife, indem man sagt, da ist besondere Begabung und die muss gefördert werden. So. Nun ist es aber dann nicht quasi, ich muss nicht, nur weil ich kein Abi habe, besonders gut sein. Sondern bei uns im Studium ist es natürlich so, jeder muss diese Voraussetzungen mitbringen. So, sonst wird man nicht aufgenommen. Also eben das Abitur alleine ist sowieso keine Garantie für einen Studienplatz an der Schauspielschule. Genau, ich habe aber vorher schon, also ich habe, da gibt es eine interessante Anekdote. Also in der Grundschule und so dieses klassische, erzählen viele Kolleginnen, die ich kenne, vielleicht ist es auch einfach dann der Schlagmensch oder so. Viel in der Grundschule auch schon so rumgekaspert und so. Und ich hatte mit einem Freund von mir, einen Grundschulfreund, wir haben so einmal die Woche, jeden Freitag, haben wir so Sketche gezeigt. Für die haben wir nicht sonderlich viel geprobt. Ne? Es war halt einfach so, also meine Grundschulzeit war herrlich. Also das zum Beispiel fand ich super. Unsere Klassenlehrerin war auch großartig und wir haben jede Woche am Freitag was gezeigt, manchmal auch irgendwas dahin improvisiert, irgendeinen Mist gemacht oder so, ja. Genau. Und dann auf dem Gymnasium in der 6. Klasse war das, habe ich spitz bekommen, dass ein Klassenkamerad von mir gefragt wurde, für die Englisch-Theater AG eine kleine Rolle zu übernehmen. Und dann habe ich all meinen Mut zusammengepackt, bin zu meinem Englischlehrer und habe gesagt, ich möchte auch. So. Ich fand Gedichte lesen immer toll und solche Geschichten vorlesen mochte ich halt immer gerne. Und der hat mir auch eine kleine Rolle gegeben da in diesem Theaterstück. Und unser Deutschlehrer am Gymnasium hat dann auch in der 7. Klasse mit unserer Klasse ein Stück erarbeitet. Der hat auch die Theater AG am Gymnasium geleitet. Die Kleinbürgerhochzeit von Bertolt Brecht. Und da habe ich den Großvater gespielt. Und ja, genau. Ich war halt aber, wie gesagt, wie alt ist man in der 7. Klasse? 12. So. Und ja, war halt noch jung und wild. Und da hat aber eine seiner Schülerinnen aus der Theater AG, die war erst ab der 9. Klasse, die Theater AG, hat gefragt, ob ich nicht auch schon mitmachen dürfte. Also die mochte mich offensichtlich.
Und dann hat Herr Hemprich, Grüße gehen raus, gesagt, nein, nee, der Yannick ist zu undiszipliniert. Das, nee. Ja, das war erstmal nicht so angenehm, muss ich sagen. Und meine Mutter wusste, dass ich da Interesse habe und so. Und die hat einen Zeitungsartikel gefunden gehabt, irgendwann mal dann so ein Jahr später oder was. Kurz darauf irgendwie, dass das Theater Baden-Baden einen Jugendclub hat. Ich komme aus Rastatt und Baden-Baden sind 15, 20 Kilometer entfernt. Baden-Baden, der Stadtkreis Baden-Baden liegt sozusagen im Landkreis Rastatt. Und den Jugendclub U22, Jugendspielclub U22, von 14 bis 22 Jahre konnte man da mitspielen. Und da gab es einen Einsteiger-Workshop, den habe ich mitgemacht, als ich 14 war. Und die haben mich dann weiter mitmachen lassen. Da haben wir ein Stück, das erste Stück, was wir da geprobt haben. Über ein Jahr entwickelt man dann zusammen eben ein Stück. Trifft sich einmal die Woche und dann gibt es noch so eine Intensivprobenzeit in den Pfingstferien. Also die Pfingstferien musste man opfern, wenn man das so nennen will. Aber man brauchte schon auch ein bisschen den Willen, es zu machen. Da haben wir ein Stück entwickelt, das hieß Zu schön für diese Welt. Und wir waren wirklich 20 Leute, also echt eine recht große Gruppe. Und unsere Theaterpädagogin Maria Elena Hackbart, Grüße gehen raus, falls du das nicht rausschneidest, hat uns angemeldet beim Theatertreffen der Jugend. Das ist quasi wie das große Theatertreffen, nur in klein und in cooler, wenn du mich fragst. Weil es gibt zwar auch eine Auswahl sozusagen, also man kann sich da bewerben und die Stücke werden dann gesichtet. Und wenn man Glück hat, wird man ausgewählt und nach Berlin eingeladen für eine Woche. Und das haben wir geschafft mit dem Stück. Und da war ich, glaube ich, das erste Mal in Berlin. Ich glaube, das war mein erstes Mal in Berlin. Vielleicht auch das zweite Mal. Also es müsste so sich mit der Klassenfahrt irgendwie gekreuzt haben oder so. Weil da war ich dann mittlerweile schon 15. Und dann, das waren, wie viele Leute waren das? Ich weiß nicht, 8 oder 9 Stücke circa. Vielleicht auch 8, die eingeladen wurden aus ganz Deutschland. Und jeden Abend zeigt eine Jugendtheatertruppe eben ihr Stück. Und dann gibt es Podiumsdiskussionen und die ganze Woche über gibt es erstens mal frei Fassbrause, so viel man trinken kann. Es gibt ein warmes Mittagessen für alle, einfach so. Alle sitzen zusammen, es ist auf so einem kleinen Festivalgelände an der Wabe in Berlin. Und dort finden auch Workshops dann statt. Also da kann man sich vorher aussuchen, was für einen Workshop man machen möchte. Es gibt eine Festivalzeitung, die wird wiederum gemacht von Leuten, die beim Treffen junger Autoren, also viele, die beim Treffen junger Autoren irgendwann mal mitgemacht haben oder mitgemacht oder mitmachen, sind dann die Redaktionen der Festivalzeitung. Da kommt jeden Tag eine neue raus. Also es war ein großes Erlebnis und ein sehr prägendes für mich, wo ich dachte, Mensch, das ist aber toll. Also tolle Arbeit hier, tolle Welt irgendwie mit den ganzen Leuten und das hat mich dann eingesaugt. So, und dann, jetzt rede ich schon unendlich lange, dann danach habe ich weiter im Jugendclub gespielt am Theater Baden-Baden und dann habe ich spitz bekommen, dass es ein, oder da wurde eine Rundmail an uns Jugendliche geschrieben, dass es von der Proskenion-Stiftung, so heißt die, eine Jugendakademie für darstellende Künste gibt, ein Stipendium, also für diese Jugendakademie, die von der Proskenion-Stiftung initiiert wird. Genau, das ist eine relativ kleine Stiftung von Dr. Lars Göhmann, Grüße gehen raus. Das lief über 2 Jahre. Es waren insgesamt, glaube ich, 9 Seminare, an denen man dann teilgenommen hat. Vierteljährlich sozusagen.
Und da schnupperte man dann nochmal in unterschiedliche Bereiche rein, hatte eben schon so mit Schauspielerinnen und RegisseurInnen zu tun, mal so ein Wochenende lang Monologarbeit, so Schauspielarbeit, bisschen wie das Grundlagenseminar dann später im Studium, solche Sachen. Und halt voll bezahlt. Na, die Übernachtungen, die Seminare waren bezahlt. Waren so eine Gruppe von 20 Leuten, glaube ich, ungefähr. Und es gab ein Theatertheorie-Seminar auch, wo wir alle nach Berlin gefahren sind und uns 4 Tage lang jeden Tag 2 Stücke angeguckt haben und darüber gesprochen haben und so, also Wahnsinn. Und eine Woche Musical-Seminar und eine Woche Monolog gab es eben auch noch. Monolog und Szene. Genau, eine sogenannte studienvorbereitende Maßnahme. Und die hat auch nochmal maßgeblich dazu beigetragen, diesen Wunsch zu festigen, dass ich da teilnehmen konnte und tatsächlich einige aus meinem Jahrgang, wenn man das so nennen möchte, haben dann auch Schauspiel studiert. Ja, also ich weiß noch, dass die letzte Seminarwoche, an der ich teilgenommen habe, war im Juli, bevor mein Studium begann. Ich wusste, ich hatte am 2. Juli Aufnahmeprüfung, die hatte ich bestanden. Und das Seminar, das letzte Seminar, muss irgendwie 2, 3 Wochen später gewesen sein. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt eben schon glücklicherweise, dass ich genommen bin und weiß aber noch, dass einige im Moment noch am Vorsprechen waren und so. Die dann später aber auch an unterschiedlichen Schulen gelandet sind. Also viele, viele von denen. Ja, auf jeden Fall. Also, und vor so einem Interview zum Beispiel auch. Ja, auf jeden Fall. Also Lampenfieber geht nicht weg. Da gibt es auch unterschiedliche Phasen. Zumindest bei mir geht es nicht weg. Ist auch gut. Also, ich habe einen Dozenten an der Hochschule, das ist auch sehr interessant. Also jeder reagiert ja ein bisschen anders auf Aufregung. Ich werde manchmal ein bisschen müde. Tatsächlich. Also das ist total blöde und super kontraproduktiv, aber irgendwie muss es so eine körperliche Reaktion sein auf den Stress oder so, ich weiß es nicht. Und ich habe einen, mein Mentor hat mir von sich sowas Ähnliches beschrieben. Das passiert nicht immer, um Gottes Willen, ich schlafe jetzt nicht ein oder so, aber ja, genau, aber so Aufregung und bei mir ist sie dann kurz vor der Vorstellung, ist die Müdigkeit natürlich weg und wird abgelöst durch schon große Aufregung. Zwischenzeitlich war die auch mal wieder etwas stärker als am Anfang, je nachdem wie viel man spielt, gefühlt auch, je nachdem wie groß der Anteil ist, den man zu spielen hat, so geht es mir zumindest. Variiert das natürlich, aber jetzt an so einem Monologabend oder so, also hier Feuerschiff im KH3 oder sowas, auf jeden Fall. Also, und da sind die Leute drumherum, also zum Beispiel Max, der da die Regieassistenz gemacht hat und die Abendspielleitung und mein Souffleur war, der war ganz wichtig dann immer für mich ja auch, dass ich eben jemanden habe, mit dem ich vorher auch mal reden kann oder so und für mich ist auch die Zeit in der Maske immer ganz wichtig. Also, Grüße gehen raus an unsere hervorragenden Kolleginnen aus der Maske. Weil man da, oder weil ich da nochmal so abschalten kann, mich konzentrieren kann irgendwie, man wird nochmal betüdelt und so. Es gibt Kollegen, die mögen das nicht, mögen das gar nicht, geschminkt zu werden. Für mich ist es ultra wichtig. Da beginnt für mich sozusagen irgendwie im Hirn, ohne das jetzt so zu hoch hängen zu wollen, aber da beginnt so ein bisschen die Transformation oder der gedankliche Einstieg in den Abend, so für mich, oft, also so. Und da ist die Aufregung, spielt auf jeden Fall immer eine Rolle, aber die Kolleginnen fangen das immer sehr gut auf, finde ich. Und ja, also bevor der Vorhang aufgeht, bin ich aufgeregt und dann normalerweise nicht mehr. Also dann weicht es, dann kann man ja auch den Druck irgendwie abgeben oder abbauen, indem man was tut. Ja.
Das ist eine sehr gute Frage. Also deswegen habe ich mich auch gerade, du hast ja gemerkt, ich habe vor dem Begriff Transformation auch gerade so ein bisschen gestockt, weil ich den eigentlich auch nicht richtig finde. Oder das ist, es ist eine Konzentration vielleicht eher, ne? Aber ja, ich würde behaupten, wer sagt, er ist völlig frei davon, der lügt. Also ich finde es ganz wichtig, das immer zu trennen irgendwie. Also so geht es mir. So werden wir auch bei uns an der Schule, wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass, und ich mochte das, also mir hat das irgendwie entsprochen, wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass das nicht zu ja, gefühlig wird oder so. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Das kommt immer auf den Abend und auf die Figur an, die man spielt, ne? Manchmal braucht es das auch, klar. Aber wir haben uns immer bei den Vorspielen zugeguckt gegenseitig. Wir durften auch rausgehen, das wurde jedem selbst überlassen. Aber die Ausbildung bei uns zumindest ist schon so, dass man sagt, ja, konzentrier dich, aber jetzt musst du da sein. Ohne vorher jetzt groß, ich muss mich erst reinfühlen oder so. Aber es, jeder muss für sich selber eine Strategie entwickeln, um in die Konzentration für eine Rolle zu kommen. Und da ist es völlig legitim, auch sich reinzufühlen. Und es kommt immer auf die Figur an. Und ich würde da nie jemandem irgendwas absprechen wollen. Das Ablegen, wenn du sagst, und man beschäftigt sich ja manchmal sehr intensiv dann über einen sehr, sehr langen Zeitraum mit einer Figur. Ja, da gibt es Farben, die dann auftauchen. Aber nicht, würde ich bei mir zumindest nicht charakterlich oder so. Das sind jetzt keine Eigenarten dieser Figur, die ich dann bei mir wieder entdecke oder so, weil letztendlich die Figur ja aus mir heraus entsteht, sowieso beides quasi miteinander verwoben ist auf eine Art und Weise. Aber dass man dann mal so eben Figuren auftauchen sieht, auch im Alltag oder mal plötzlich hier so, oder solche Geschichten, das auf jeden Fall, ja klar. Also gerade auch, weil man das öfter gespiegelt bekommt. Also meine Freundin ist große Expertin darin, zum Beispiel Leute zu spiegeln. Kann sie hervorragend. Also Leute imitieren, großartig. Und deswegen zwangsläufig ist man dann immer wieder auch mit unterschiedlichen Figuren so manchmal konfrontiert, die man gespielt hat. Ja, und auch, ja, vielleicht kommen die dann manchmal zum Vorschein. Aber ich würde nicht behaupten, dass ich jetzt, ja, die Stimmung, die überträgt sich manchmal. Also ich habe eher das Gefühl, dass man die Stimmung von einem ganzen Abend manchmal so mit sich rumträgt. Also so geht es mir. Dass besonders düstere Abende einem schon dann auch aufs Gemüt schlagen oder Thematiken, mit denen man sich dann so lange auseinandergesetzt haben, mir zumindest aufs Gemüt schlagen. So. Zum Positiven wie zum Negativen. Ja. Oder ja, wenn man 6 Wochen lang Gundermann singt, dass man natürlich irgendwie morgens aufwacht und nur diese Lieder im Schädel hat, solche Geschichten. Bei 9 Tage wach zum Beispiel ist es so, dass nach der Vorstellung, das musste ich auch erst lernen, mir dann irgendwie ritualisierte Handlungen zu suchen, die mir helfen, jetzt nicht die Rolle loszuwerden, sondern die Stimmung irgendwie auch, in der ich mich befinde. Ist ein sehr geladenes Stück, da geht es ordentlich zur Sache und so. Und duschen. Simpler Trick, der bei mir wunderbar funktioniert. So. Also da brauche ich aber auch eben den Moment. Ich nehme mir den dann auch gerne. Dann gehe ich duschen, raus, erstmal Ruhe und so. Zum Beispiel auch nach Premieren. Ich liebe es eigentlich, da ist jeder anders. Ich gehe am liebsten erstmal duschen, dann in meine Umkleide und sitze da erstmal rum und nehme mir ganz viel Zeit, mich umzuziehen und so. Und ich weiß, Joachim möchte dann ja auch ein paar Worte sagen oft. Ist ja auch super so, dass wir da nochmal gezeigt werden. Ich komme fast immer dann so fast zu spät, weil ich eigentlich ja, erstmal am liebsten eine Dose Bier für mich alleine so. Kurz, ja. Ja, genau. Duschen.
Nein. Nee, das ist nicht möglich. Das ist deswegen großer Respekt an die Kolleginnen von Ensuite-Betrieb, Musical oder dergleichen. Das ist nicht möglich. Es ist technisch möglich natürlich eben, und darum geht es ja letztendlich auch im Studium, das zu erlernen, Dinge reproduzierbar zu machen, auch technisch reproduzierbar zu machen. Deswegen auch immer die Gefahr mit dem Fühli oder fühle ich es jetzt oder fühle ich es nicht. Du musst es auch spielen, wenn du es nicht fühlst. Das ist so. Und das hat aber trotzdem, wie man sich fühlt, hat trotzdem einen Einfluss auf die Vorstellung, ganz klar. Also auf jeden Fall, zumindest bei mir. Ich kenne, also mir hat noch niemand gesagt, dass es bei ihm nicht so wäre. Und, oder bei ihr. Und ja, dieses auf Knopfdruck Dasein funktioniert natürlich auch nicht immer. Funktioniert nicht immer. Also da gibt's, man arbeitet ja immer mit sich selbst und seinem eigenen Gefühlshaushalt. Deswegen auch muss man für Ausgleich sorgen, immer, na, das ist das, was ich meine, also nicht Rolle nicht ablegen können, sondern eher den emotionalen Haushalt immer mal wieder ausgleichen oder sich Ausgleiche suchen. Ja, nee, das hat auf jeden Fall einen Einfluss. Wenn es mir schlecht geht, auch wenn es mir körperlich schlecht geht, das kann ich nicht immer komplett ausblenden. Wenn es während der Vorstellung was passiert, zum Beispiel habe ich mir bei Wojciech tatsächlich, ich habe es immer für ein Gerücht gehalten, diese Geschichten, aber es kommt immer auf die Verletzung an und auf den Moment natürlich, habe ich mir den Mittelfußknochen gebrochen. Ich habe es auch in dem Moment gewusst, dass irgendwas kaputt gegangen ist. Aber ich sag mal, jetzt der Mittelfußknochen außen, es war nur einer gebrochen, das ging noch. So, da konnte ich noch zu Ende spielen. Das hat wehgetan wie Schwein, aber bei dem Abend war es jetzt nicht so, da ging das, da war das irgendwie möglich. Und auch den Schmerz einfach beiseite zu schieben oder eher in Aggressivität umzuwandeln für den Tambourmajor. Aber ja, wenn mir kotzübel ist, kann ich das schlecht ignorieren. Also ich kann es nicht so gut ignorieren, so, wenn mir schlecht ist oder wenn ich Husten habe oder so. Ich bin zum Beispiel auch kein Kollege, der, also es geht dann über die Konzentration und so schon vieles, ist viel möglich, aber es wird immer auch Liebeskummer oder solche Geschichten, das ich kann es nicht komplett ablegen und ich gehöre aber gleichzeitig auch nicht zu den Kollegen, die sich dann Aspirin-Komplex reinballern oder so. Gibt's auch. Da hätte ich dann eher das Problem, dass ich das Gefühl habe, ich bin so ein bisschen hinter einer Wand. Also das ist mir nichts. So, bei einer Vorstellung. Ja. So. Dann merke ich ja gar nichts. Also dann merke ich im Zweifel auch nicht Dinge, die vielleicht wichtig sind, um auf Kollegen oder Kolleginnen zu reagieren oder so. Ja. Es schleift sich dann manchmal so rein. Also wenn die Vorstellung gut läuft, man kriegt ja auch was von den SpielpartnerInnen und so. Deswegen. Also man geht vielleicht manchmal mit einem komischen Gefühl in die Vorstellung, aber währenddessen, wenn man offen ist für alles, was passiert und das auch nicht versucht, nur wegzudrücken, sondern da, das ist auch schwer und auch Arbeit irgendwie, aber da irgendwie versucht, weich zu bleiben oder so, oder offen für das, was vom Partner oder der Partnerin kommt, dann geht man manchmal mit einem ganz anderen Gefühl wieder raus aus der Vorstellung, obwohl es einem vorher nicht so gut ging. Oder die Vorstellung entwickelt sich trotzdem zu einer guten. Ja, das ist, aber eben das nicht zu ignorieren, deswegen ist es eine sehr gute Frage, das eben nicht zu ignorieren, wäre eher so meine Herangehensweise, wie es einem selber geht an dem Tag. Sondern immer neu zu gucken. Aber ich versuche mich immer so ein bisschen zu besinnen und schon auf die Vorstellung zu konzentrieren und einzulassen. Für mich auch mittlerweile sehr wichtig, früh im Haus zu sein. Also im Studium war das noch ein bisschen anders, aber man merkt dann irgendwann, man muss sich Wege suchen, damit man das auch noch sortiert kriegt im Hirn so.
Im Studium war das anders. Da bin ich manchmal, wenn ich 20 Minuten vor Beginn Maske hatte, bin ich auch erst 20 Minuten vor Beginn da gewesen. 25. Und 30 Minuten vor Beginn der Vorstellung müssen wir ja spätestens im Haus sein. Also, der nicht gehört. Ja, genau. Mache ich mittlerweile. Habe ich früher auch nicht so bewusst gemacht. War auch kein Problem. Waren aber auch noch nicht so viele Abende dann, die man mit, bei denen man mit beteiligt ist. Das merkt man dann einfach. Also, erstmal die Frage, wie lerne ich Text? Ich könnte, glaube ich, schneller lernen manchmal, als ich lerne. Ich lerne laut Text. Ich bin auditiver Lerner, eher als jetzt visuell. Deswegen auch laut. Ich hatte auch Kommilitonen, die saßen so mit dem Blatt, haben so gelernt, ohne was zu sagen. Das funktioniert auch mal, aber nee, genau, ich lerne meistens laut. Und ja, wie lernt man überhaupt Text, ey? Das ist wirklich auch eine sehr gute Frage. Da gibt es auch Techniken und Taktiken und wir hatten dazu auch ein Seminar von unserer tollen Sprecherzieherin Christiane Höfler. Grüße gehen raus. Aber letztendlich für mich nicht praktikabel. Also da gibt es Taktiken, Techniken mit Farben und so. Das kennt man ja auch manchmal aus Schulzeiten oder so Memorierungstechniken irgendwie. Benutze ich nicht. Vielleicht würde ich mir vieles erleichtern, wenn ich es machen würde, mache ich aber nicht. Ich lerne am besten laut und mit einem Partner oder einer Partnerin. Auch wenn es ein Monolog ist. Weil auditives Lernen, so. Also Feuerschiff, danke Max, habe ich mit Max gelernt. Und auch der Struktur wegen. Da weiß ich, das ist Arbeit, das ist eine feste Zeit. Da treffe ich mich mit Max und dann lernen wir Text. So, ich bereite den ein bisschen vor natürlich, je nachdem. Und dann lernen, haben wir zusammen Text gelernt. So, auch bei All das Schöne mit Angelika. Ja, also das fällt mir dann am einfachsten. Deswegen ist übrigens Soufflage erstens ein super wichtiger Job, aber nicht nur bei der Vorstellung, sondern gerade für mich auf Proben. So, gerade da ist, weil die Leute ja auch oft fragen sich, ah ja, und ich muss da den ganzen Abend sitzen und wenn dann mal jemand hängt und so. Und meistens ist es ja auch ganz, ganz nett oder man freut sich, ich freue mich als Zuschauer immer, wenn irgendwas passiert, womit ich nicht rechne. Und gerade auch ein Texthänger ist meistens kein Weltuntergang. Aber gerade auf Proben helfen Souffleurinnen, enorm, finde ich. Ja, da ist aber auch jeder Kollege, jede Kollegin anders. Ich finde es super, so gerade auf Proben. Und die andere Frage, die du gestellt hast, zum Thema, ob ich Sachen durchgehe vor der Vorstellung, habe ich ja gerade schon mit Ja beantwortet gehabt. Ja, mache ich auch bei jedem Abend. Manch ein Abend braucht auch noch mehr Vorbereitung. So, also zum Beispiel jetzt All das Schöne, wenn das so lange nicht lief, dann brauche ich Proben. Und mit Angelika muss ich dann Text machen, auf jeden Fall. So, genau, das lässt sich nicht so einfach dann so aus dem Ärmel schütteln. Zumindest ich kann das nicht. Aber ich habe jetzt grundsätzlich nicht ein Problem, mir Texte zu merken, überhaupt nicht. Aber wenn der Körper, und das geht, der Text verbindet sich irgendwie mit dem Körper, der geht ins Körpergedächtnis über. Deswegen würde es mir jetzt schwerfallen, den einfach so zu rezitieren. Da gehört dann quasi alles mit dazu, was da ist. Ja. Und die Sachen, ich muss die Sachen vor der Vorstellung manchmal einfach nochmal ablaufen im Kopf vorher. Ich weiß, was ich tue, ich weiß, was ich sage. Aber damit ich es nochmal sortiert habe, kurz.
Also das vor der Klausur lernen oder nochmal schnell reingucken, das bringt natürlich nichts. Oder würde jetzt nichts bringen, wenn ich nicht schon wüsste, was ich tue. Aber nochmal die Struktur des Abends im Kopf so memorieren, durchgehen, auf jeden Fall. Das mache ich mittlerweile. Ja. Vielleicht nochmal eine Entspannungsübung oder so. Ja, also ich bin jetzt keiner, der groß Übungen macht vor einer Vorstellung. Gibt es auch andere, die das machen. Ich habe andere Rituale oder was auch immer. Und wenn, dann eher nochmal eine Entspannungsübung. Das ist vor jeder Vorstellung was anderes, tatsächlich. Deswegen kann ich es dir nicht... Es ist lustig, weil ich gerade darüber nachdenken muss, ob ich es doch für mich behalte. Ja, tut mir leid. Ich behalte es vermutlich für mich. Aber ein kleines kann ich verraten. Bei Gundermann gibt es eine Stelle im Stück, wo das ist, während Thomas Eisen seinen langen Monolog hat. Da gehe ich nach hinten und hol mir einen Fisherman's Friend Eukalyptus mit wenig Zucker. Genau. Und wenn ich dann hinter dem, da kommt ja dann diese Leinwand runter, da kommt eine Filmsequenz vom Tagebau, da stehe ich dahinter und warte auf den Übergang ins sogenannte Stasike, so war der Arbeitstitel, jetzt habe ich es verraten, warte auf meinen Auftritt und kurz bevor die Musik losgeht von dieser Jakobs-Krönung-Werbung, zerbeiße ich noch fix dieses Fisherman's Friend. Trinke einen Schluck aus meiner Kaffeetasse, in der mit Zuckercouleur gefärbtes Wasser drin ist, weil ich auf Koffein sehr empfindlich reagiere. Kaltes, mit Zuckercouleur gefärbtes Wasser. Nehme einen Schluck aus der Tasse. Dann geht das Ding hoch. Und dann kommt... Und die Krönung der schönsten Stunden. Genau. Ja. Das ist ein kleines Ritual. Und meistens gebe ich Daniel Cejournet auch noch einen Fisherman's Friend ab. No. Ja. Ja.